Modellregionen. Also ich sage mal zunächst, wissenschaftlich gibt es für diese Modellregionen überhaupt keinen Bedarf. Es gibt eigentlich nichts zum Thema Oberflächenstrukturen von Schulwesen und wie die wirken, was nicht in den letzten 60, 70 Jahren Dutzend Male erforscht und beschrieben wurde. Alle Gesamtschulsysteme haben alternative oder andere Modi der Segregation entwickelt. So, der einfachste und banalste, der übrigens im Moment massiv im Vormarsch ist, da gibt es eine wunderbare 16-City-Studie, die also 16 Großstädte in mehreren Ländern vergleicht, ist Trägerschaft, öffentlich-privat-frei. Weil Geld ist immer ein gutes Argument, um Differenz herzustellen, aber ein wenig legitimes Argument. Sie erinnern sich vielleicht an jenen Verbandspräsidenten aus Österreich, der ein Gesamtschulmodell vorschlug und dann im Interview zugeben musste, dass seine Kinder auf eine Privatschule für, ich weiß nicht, 12.500 Euro oder so gehen und sich damit entschuldigte, nicht er, sondern seine Frau habe das gewollt. Wenn Sie morgen mit Ihrer Familie nach Helsinki ziehen und den Makler fragen, dann wird er sagen, haben Sie schulpflichtige Kinder? Und Ihnen dann sagen, welche Bezirke für Sie noch in Frage kommen und welche nicht. Aber das drückt sich dann auch im Hauspreis aus. Und zwar massiv. Und dasselbe ist in England der Fall, dasselbe ist in den USA der Fall, dasselbe ist in Australien der Fall, wo immer es hingeht. Es gibt inzwischen viele Studien, die Finnland den Status des Gesamtschullandes verweigern. Das nicht mehr als Gesamtschulland betrachten. Ganz einfach, weil der Grad der Segregation durch die anderen Techniken sich in nichts von einem gegliederten Schulsystem unterscheidet. Wir haben bei bildungsbürgerlichen Eltern ein zunehmendes Bewusstsein, das Einzige, was sie mit Sicherheit vererben können, ist Bildung. Ob das Haus noch da ist, die Firma noch da ist, die Aktien noch was wert sind, wissen wir nicht. Das heißt, je nach Gesellschaft und je nach schulischem System sind die Leute bereit, bis zur Hälfte des Familieneinkommens für diese Aufgabe aufzuwenden. Aber das gilt nicht für alle, sondern nur für die, die nicht verhungern, wenn sie die Hälfte des Familieneinkommens dafür aufwenden können. Entmischungsversuche, das kann man auch sehr schön zeigen, treffen auf starken, in der Regel erfolgreichen Widerstand. Also die Berliner haben zum Beispiel Redistricting probiert, indem sie dann besser Well-to-do-Bezirke mit schlechteren Bezirken in einen Schulbezirk zusammengetan haben. Wissen Sie, was passiert ist? Einmal dürfen Sie raten, gut für die Modellregionen. Die konnten, sind natürlich sofort raus. Kurzfristig werden die Modellregionen einfach dazu führen, dass der Kampf um den Suppentopf härter wird. Und dann können Sie sich ausmalen, wer diesen Kampf gewinnt. Jo, mittel- und langfristig wird es dazu führen, paradoxerweise, deswegen sage ich, jeder besorgt das Geschäft der anderen Seite. Lustigerweise führt also ausgerechnet dieser viel zu späte Versuch, die Gesamtschulen doch noch zu bekommen, aller Wahrscheinlichkeit nach dazu, dass sozioökonomische Ressourcen einen noch größeren Einfluss auf den schulischen Erfolg und auf den weiteren Lebensweg haben werden als ohnehin schon. Wenn Sie tatsächlich kein Kind zurücklassen möchten, ich halte es ja ein bisschen problematisch, weil international No Child Left Behind ist diese reichlich katastrophale Bush, also Clinton-Bush-Politik, die nun wirklich komplett gescheitert ist. Die Senat hat sich übrigens vorige Woche geeinigt, das im Großen und Ganzen einzustellen, weil sie gemerkt haben, dass Schule ein ganzheitliches Unternehmen ist, dass man nicht über die Achievement-First-Schiene alleine regulieren kann. Schreibt von mir aus drüber neugymnasiale, postmoderne Mittelschule. Dann, was meine größte Sorge im Moment ist, das ist übrigens eine historisch interessante Geschichte. Wussten Sie, dass bei der Einführung solcher Kontrollsysteme, ist kein Zufall, dass in den USA auf Clinton zurückgeht, der Bush das eigentlich nur noch umgesetzt hat, wussten Sie, dass sozialdemokratische oder liberale Regierungen eher bereit sind, starke Kontrollmaschinen aufzubauen? Das ist ein interessantes Phänomen. Ich bin bis heute nicht ganz klar, das hat zumindest bei der europäischen Sozialdemokratie viel mit deren tiefsitzenden Etatismus zu tun. Also im Glauben, man könnte über die Kontrolle des Staates Gesellschaft verändern. Konzentriert die Bemühungen auf die Marginalisierten. Also das Entscheidende ist, wenn ich denen helfen will, die im augenblicklichen System zu kurz kommen. Und interessanterweise ist es, wie vorhin erklärt, an beiden Enden des Systems. Okay? Wenn ich denen helfen will, gibt es ein ganz einfaches Verfahren. Das heißt nicht irgendwelche teuren Strukturreformen,
Das heißt nicht irgendwelche One-Size-Fits-All-Lösungen, das heißt nicht Gießkannen, sondern hilf denen. Tu was gezielt für die. Statt viel Geld in einem Pflichtkindergartenjahrprogramm zu verschwenden, investiere dieses Geld in gezielte Förderung für die Kinder, die das brauchen. Statt viel Geld in eine Strukturreform zu verpumpen, und das ist teuer, wie gesagt, steckt das Geld doch in gezielte Hilfen für die, die im Moment auf der Strecke bleiben, oben und unten.